Wir stehen jetzt im Eingang des sogenannten Römerstollens. Also dieser Stollen ist zum Teil über 2000 Jahre alt, denn die Römer haben begonnen, hier Steine abzubauen, etwa 50 vor Christi, zur Errichtung ihrer Stadt Flavia Solva. Nur die Eingänge aus der Römerzeit sind auf der anderen Seite des Berges. Dieser Eingang hier wurde im 14. Jahrhundert geschaffen, als der Bischof von Seckau begonnen hat, hier Steine wieder für historische Bauten abzubauen. Also der Stollen ist dann sehr groß gebaut worden. Und im Zweiten Weltkrieg war hier ein Rüstungsbetrieb. Man hat die Stolleneingänge mit Tarnnetze versehen, damit man von der Luft her die Eingänge nicht mehr feststellen kann. Also es war eine sehr dramatische Zeit. Davon zeigt auch eine Tafel, die hier also angebracht ist. Man sieht die Schrift mehr kaum, aber hier steht Max Hammerschmidt, erschossen 1945. Dieser Max Hammerschmidt war ein alter Mann aus dem Bezirk Rakersburg und der hat am Ende des Krieges, also am 5. Mai, hier gesagt, was tun wir noch da, der Krieg ist verloren, gehen wir heim. Das heißt, die russische Front war ungefähr 20 Kilometer von hier entfernt. Man hat dauernd die Kanonen schießen gehört. Dann hat ihn ein Volkssturmmann erschossen wegen Wehrkraftzersetzung. Dieser Franz Buschnick, der diese Tat vollbracht hat, wurde nach dem Krieg zu 3 Jahre Haft verurteilt, obwohl er einen Menschen umgebracht hat. Das war auch eine Episode, dass am Ende des Krieges es noch immer Menschen gegeben hat, die nicht daran gedacht haben oder geglaubt haben, dass der Krieg verloren ist.